Im heutigen Video geht es um die Rolle der Autophagie bei Krebserkrankungen. Du erfährst, ob eine Anregung der Autophagie durch Maßnahmen wie das Fasten eine präventive Wirkung erzielt und vor der Entstehung von Krebs schützt. Außerdem gehe ich darauf ein, wie sich die Autophagie bei einer bereits bestehenden Krebserkrankung auswirkt, also ob das Wachstum der Krebszellen gehemmt oder sogar gefördert wird. Da es sich um ein sehr ernstes Thema handelt, bevor wir starten, ein kurzer Disclaimer. Der Inhalt dieses Videos ersetzt nicht die medizinische Beratung durch einen Arzt und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Änderung einer Behandlung von Erkrankungen verwendet werden. Bei einer vorliegenden Krebserkrankung solltest du in jedem Fall mit deinem Arzt Rücksprache halten, bevor du aus den bereitgestellten Informationen Handlungen ableitest. Trotzdem möchte ich vor dem Hintergrund, dass ich schon einige Videos zum Thema Autophagie hochgeladen habe, meine persönliche Einschätzung anhand der aktuellen Datenlage in diesem Video teilen. Dafür ist es wichtig zu verstehen, um was für einen Prozess es sich überhaupt handelt. Autophagie steht eigentlich für Autophagozytose und bezeichnet einen intrazellulären Prozess, also einen Prozess innerhalb jeder einzelnen Körperzelle, bei dem zelleigene Bestandteile, die beschädigt sind, abgebaut und wiederverwendet werden. Dazu zählen fehlgefaltete Proteine, aber auch ganze Zellorganellen wie Mitochondrien. Es handelt sich also um eine Art zelluläre Selbstverdauung. Selbstverdauung klingt erstmal so, als würde der Körper in negativer Art und Weise Raubbau an eigenen Strukturen betreiben. Das ist aber nicht zutreffend. Im Gegenteil, die Autophagie ist für den Zellstoffwechsel von essentieller Bedeutung. Sie stellt einen elementaren Bestandteil der zellulären Qualitätskontrolle dar. So werden beschädigte Strukturen frühzeitig abgebaut und erneuert, um negative Auswirkungen auf die Zelle zu verhindern. Ohne Autophagie würden sich diese Strukturen anhäufen und früher oder später würde es zum Funktionsverlust und zum Untergang der Zelle kommen. Zu diesem Zweck ist die Autophagie auf einem geringen Niveau kontinuierlich aktiv. Sie stellt den Basisumsatz von intrazellulären Proteinen und Organellen sicher. Man spricht hierbei von der basalen Autophagie. Neben der basalen Autophagie gibt es noch die induzierte Autophagie, welche immer dann zum Einsatz kommt, wenn bestimmte zelluläre Stressfaktoren vorliegen. So wird die Autophagie durch metabolischen, infektiösen oder hypoxischen Stress verstärkt. Diese Stressfaktoren können wir durch Maßnahmen wie das Fasten, eine Kalorienrestriktion oder Sport gezielt hervorrufen. In solchen Stresssituationen wird die Autophagie stark hochreguliert, um stressassoziierte Schädigungen zu reduzieren und gleichzeitig Bausteine zur Energiegewinnung und für die Proteinsynthese bereitzustellen. Stresssituationen wie einem Energiemangel infolge einer Fastenphase sind wir heutzutage jedoch immer seltener ausgesetzt. Dazu kommt, dass die autophagische Aktivität unserer Zellen mit dem Alter ohnehin immer weiter zurückgeht, was zu einer verstärkten Anhäufung von beschädigten und funktionsunfähigen Proteinen und Zellorganellen führt. So wird eine verminderte oder fehlregulierte Autophagie mit der Entwicklung von verschiedenen altersassoziierten Erkrankungen in Verbindung gebracht. Zum Beispiel mit neurodegenerativen Erkrankungen, weil sich infolge des gestörten intrazellulären Proteinabbaus vermehrt neurodegenerative Plaques bilden. Auf der anderen Seite hat sich gezeigt, dass eine Anregung der Autophagie bei verschiedenen Modellorganismen zu einer deutlichen Lebensverlängerung führt. Angesichts dieser Beobachtungen besteht ein großes Interesse daran, die Rolle der Autophagie bei der Entstehung von Krebserkrankungen zu verstehen, in der Hoffnung, dass sich hieraus neue Therapie- und Präventionsansätze ergeben. Da die Autophagie noch ein vergleichsweise junges Forschungsgebiet ist, sind die aktuell vorliegenden Ergebnisse eher unbefriedigend. Es gibt jedoch einige Hinweise darauf, dass die Autophagie gesunde Körperzellen vor maligner Entartung schützt. Die kontinuierliche Erneuerung von intrazellulären Proteinen und Organellen verhindert, dass sich gesunde Zellen zu unkontrolliert wachsenden Krebszellen entwickeln. Als Grundlage für die tumorunterdrückende Wirkung der Autophagie werden verschiedene Mechanismen vermutet. Zum einen verhindert der frühzeitige Abbau von beschädigten Strukturen oxidativen Stress, welcher potenziell eine Genominstabilität hervorrufen kann. Eine fehlregulierte Autophagie führt nämlich dazu, dass sich defekte Mitochondrien in der Zelle anhäufen. Dadurch entsteht eine Umgebung mit erhöhtem oxidativen Stress, der wiederum DNA-Schäden und Mutationen zur Folge haben kann, die zu Tumorentstehung führen. Dabei verhindert eine intakte Autophagie nicht nur eine Instabilität des Genoms, sondern auch die nachfolgende Entzündungsreaktion. Bei einer unterdrückten Autophagie führt das Fortbestehen beschädigter Zellstrukturen in Zellen mit Apoptosedefekt nämlich zu einem nekrotischen Zelltod. Dadurch entsteht eine chronisch entzündliche Umgebung, die das Wachstum und Überleben von Krebszellen fördert.
In dieser Hinsicht kann die Autophagie zur Tumorunterdrückung beitragen, indem sie die Nekrose verhindert und lokale Entzündungen verringert. Und ein dritter Faktor, der zu dieser Wirkung beitragen kann, ist der autophagische Zelltod. Obwohl die Autophagie in erster Linie ein Mechanismus ist, der das zelluläre Überleben unter Stressbedingungen ermöglicht, kann sie unter bestimmten Bedingungen auch zum Zelltod führen. Der autophagische Zelltod wird häufig in Zellen induziert, bei denen die Apoptose nicht greift, wie bei Krebszellen, wodurch das Krebswachstum ebenfalls unterdrückt wird. Insofern kann eine Anregung der Autophagie durchaus eine präventive Wirkung erzielen und das Risiko für die Entstehung einer Krebserkrankung senken. Anders sieht die Wirkung bei bereits entarteten Zellen bzw. einer vorliegenden Krebserkrankung aus. Wie vorhin schon angesprochen, wird die Autophagie in Anpassung an bestimmte Stressfaktoren hochreguliert. Sie sichert das Überleben von Zellen bei Nährstoffmangel, Sauerstoffmangel oder Vorliegen anderer Stressfaktoren. Während diese Wirkung bei gesunden Zellen durchaus erwünscht ist, können auf der anderen Seite auch Krebszellen die Autophagie nutzen, um ihre Stresstoleranz zu erhöhen. In schnell wachsenden Tumoren kommt es nämlich typischerweise zu einem Nährstoff- und Sauerstoffmangel. Das liegt einerseits an dem beschleunigten Wachstum, das große Mengen an Nährstoffen erfordert, und andererseits an einer zu langsamen Angiogenese, dem Einwachsen neuer Blutgefäße, die Nährstoffe und Sauerstoff zum Tumor transportieren. Die Autophagie hilft den Krebszellen, mit diesen Belastungen umzugehen und sichert ihr Überleben. Gleichzeitig fördert die Autophagie durch das Recycling intrazellulärer Komponenten sogar das Wachstum von Tumoren. Die so frei werdenden Moleküle dienen den Krebszellen nämlich als Bausteine und Energielieferanten für ihr Wachstum. Eine ähnlich negative Wirkung der Autophagie hat sich bei der Chemotherapie gezeigt. Der Einsatz von Chemotherapeutika gegen bösartige Tumore hat hauptsächlich das Ziel, in der Krebszelle die sogenannte Apoptose, den programmierten Zelltod, hervorzurufen. Eine große Herausforderung hierbei ist die Entwicklung von Chemoresistenzen. Damit ist gemeint, dass die Krebszelle nicht mehr oder nur noch schwach auf die Chemotherapie anspricht, vergleichbar mit einer Antibiotikaresistenz bei Bakterien. Studien haben gezeigt, dass die Autophagie zur Chemoresistenz von Krebszellen beitragen und somit die Wirksamkeit der Chemotherapie vermindern kann. Sie wird nämlich in den Krebszellen durch den chemotherapiebedingten Zellstress angeregt und erhöht als Reaktion darauf die Stresstoleranz des Tumors. Hier haben wir also einen Effekt, der der präventiven Wirkung der Autophagie bei gesunden Zellen diametral gegenübersteht. Im Rahmen der Chemotherapie scheint eine Hemmung der Autophagie in den Krebszellen durch bestimmte Medikamente der weitaus bessere Ansatz zu sein. Das bedeutet aber nicht, dass die Autophagie grundsätzlich schlecht ist, sondern lediglich, dass Krebszellen metabolisch flexibel genug sind, um die Autophagie ebenfalls zu ihrem Vorteil zu nutzen. Die genaue Wirkung hängt jedoch stark vom Zelltyp, den Charakteristika der Mikroumgebung und dem Stadium der Tumorentwicklung ab. Es besteht noch viel Forschungsbedarf, bevor eine gezielte Manipulation der Autophagie Einklang in die Krebstherapie finden kann. Ungewiss ist in diesem Zusammenhang auch, ob wir mit Maßnahmen wie dem Fasten überhaupt einen Einfluss auf die Autophagie in Krebszellen haben oder sich hierfür lediglich Medikamente eignen. Zusammenfassend kann man sagen, dass der Autophagie sowohl eine tumorunterdrückende als auch eine tumorfördernde Wirkung zugeschrieben wird. Bei gesunden Zellen sowie in frühen Stadien der Krebsentstehung ist die Autophagie ein hilfreicher Prozess mit präventiver Wirkung. Wenn man den Körper durch Fasten und Sport bewusst auf viel Autophagie programmiert, kann das Krebsrisiko gesenkt werden, da die Zellen vor maligner Entartung geschützt werden. Wenn das Krebswachstum aber bereits in vollem Gange ist, bekommt die Autophagie eine stark negative Funktion. Sie hilft Krebszellen zu überleben, sich auszubreiten und zu metastasieren. Gleichzeitig trägt sie zur Resistenz von Krebszellen gegenüber der Chemotherapie bei. Aber auch abschließend möchte ich nochmal sagen, dass im Bereich der Autophagie noch viel Forschungsbedarf besteht. Im Ernstfall solltest du so eng wie möglich mit deinem Arzt zusammenarbeiten und eventuelle Maßnahmen vorher absprechen. Ich hoffe, ich konnte dir trotzdem einige hilfreiche Impulse geben. Wenn du jetzt mehr zur Autophagie erfahren möchtest, schau dir gerne die entsprechende Playlist von mir an. Dort findest du alle Videos, die ich bereits zu dem Thema hochgeladen habe. Unter anderem zu der Frage, wie die Autophagie genau funktioniert und mit welchen Maßnahmen wir sie anregen können. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!